Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Zurück in Russland zum Jahreswechsel 1872-73, wo große Unruhe herrscht. Grund ist unser Vorhaben, das von weiten Teilen der Bevölkerung, vor allem von prominenten Fürsprechern, unter anderem Giuseppe Garibaldi, unterstützt wird, nämlich das Zensuswahlrecht hier im bisher autoritären Russland einzuführen. Und ja, und dagegen protestieren vor allem die Orthodoxen, die ihr Zentrum in Kiew haben, ihr seht es. Und so sehe das revolutionäre Gebiet aus und ihr seht, wie dramatisch es wäre, wenn das passieren würde. Im Moment ist das allerdings alles noch im Rahmen. Ja, die Radikalität ist hoch, aber ich glaube noch nicht hoch genug, um es wirklich zum Ausbruch kommen zu lassen. Wenn ich das Ganze richtig verstanden habe, Fortschritt auch nur 11%. Insofern haben wir eigentlich noch alle Zeit der Welt mit 84% oder 85% Erfolgswahrscheinlichkeit, das Ganze durchzubringen. Ich hoffe, das bleibt so. Nebenbei haben wir hier eine kleine Sezessionsbewegung in Kurdistan, einen Aufstand, den wir natürlich niederschlagen werden. Die Kurden, denke ich, hoffe ich, werden keine Unterstützung erhalten. Ja, im Moment neigt niemand in ihre Richtung. Die Osmanen, die wären natürlich jetzt das größte Problem. Okay, naja, gut, abwarten. Wir, würde ich sagen, machen einfach weiter. Oh nein, jetzt ist noch ein Agitator gestorben, der auch dafür war. Ach Gott, okay, damit ist 68, das ist schlecht. Nee, da müssen wir sofort reagieren. Da müssen wir, gibt es kein Vertrauen. Wie? Es gibt keine verfügbaren. Hä? Ich kann niemanden einladen, weil 3. August 1877. Nein, man kann nicht so oft welche einladen. Damit sind wir zurückgeworfen auf 69%. Das ist immer noch viel, aber wir brauchen eigentlich viel mehr, damit es sicher ist, dass wir vor der Revolution durchkommen. Ach du Schreck. Okay, die Sache wird schwieriger. Lettische Bevölkerung wandert nach Wisconsin aus. Unser geringstes Problem im Moment. Wir warten hier bis zur Hälfte, dann mobilisieren wir eine unserer Teilarmeen. Wir haben mehr einberufbare Bataillone, das ist nicht so entscheidend für uns. Fragwürdige Praktiken. Entlassene Patienten aus der Anstalt von St. Petersburg haben immer wieder die im Zusammenhang mit ihrer angeblich medizinischen Behandlung angewandten Praktiken angeprangert. Hä, worum geht's denn jetzt? Ich dachte, wir diskutieren über das Wahlrecht. Misshandlung von Kranken, Vorenthaltung von persönlichen Briefen und unverhältnismäßige Strafen sind dabei nur einige der Vorwürfe. Okay. Ah, es geht darum, dass wir die Kirche an den Pranger stellen können. Ja, enthält Misshandlung in Anstalten, aber minus 2 Zustimmung? Wir müssen von Grund auf neu definieren, wie eine Anstalt zu funktionieren hat. Nee, das ist mir zu teuer. Oder? Eine bestimmte Interessengruppe kann die Verwaltung der Anstalt übernehmen. Ach so, die Kirche hat das noch gar nicht. So, wartet mal. Das ist aber interessant. Wir können vielleicht es schaffen, sie wieder unter 10 zu bekommen mit solchen Geschichten. Versuchen wir, die Kirche irgendwie zu befrieden, indem wir ihnen die Kontrolle über die medizinischen Anstalten geben. Okay. Oh mein Gott. Minus 10%. Was habe ich getan? So, wir müssen langsam hier an die Front, ne? Neutralität aller Seiten erklärt. Ja. Die Armee wird mobilisiert und wird an die Front entsendet. Okay, so. Was ist hier los? Sünden der Vergangenheit. Die Befürworter einer Reform haben auf den früheren Machtmissbrauch durch das derzeitige Regime hingewiesen und begründen damit, warum diese Änderung dringend erforderlich ist. Das wendet sich doch aber gegen den Zahn, oder? Wir gestehen das ein und kriegen plus 20%. Aber Wladyslaw Jurijewski gehört zur Landadelversammlung. Ja, sehr gut. Machen wir. Hervorragend. Damit sind wir wieder bei 88%. Perfekt. Sehr gut. Eine Prozession der Provokation. Dissidenten und Chiva haben angekündigt, einen großen Marsch durch das Regierungsviertel zu planen. Zwar beteuert man die eigenen
friedlichen Absichten und behauptet, sämtliche Teilnehmer würden unbewaffnet sein. Doch der Marsch selbst wird offensichtlich als Sammelpunkt für diejenigen dienen, die mit der Regierung unzufrieden sind. Also wir können das aufhalten. Okay, da geht es um, die wollen die Revolution unterstützen. Oder wir sagen, okay. Und dann ist 50-50, minus 10 oder plus 10. Ach du Schreck. Wir haben einen Fortschritt im Moment von plus 11,4. Das ist alles noch im Rahmen. Warte mal. Aber hier haben wir 33. Lasst uns das lieber aufhalten. Ich will hier auf Nummer sicher gehen. Aber nein, es hat nicht geklappt, aber immer nur 5% Anstieg. Geht noch. Okay, es wird allseits Neutralität erklärt. Sieht ganz gut aus, dass wir da hinkommen. Ja, gut. Aber die Revolution schreitet voran, schreitet weiter voran. Na gut, also nach meinem Verständnis kann sie nicht über 57 gehen. So, da brauchen wir jetzt nicht viel Gehirnschmalz anwenden. Der Gegner hat da... Okay, sie ist bei 57. Jetzt gibt es keinen Fortschritt mehr. Okay, das ist beruhigend. Aber der Landadel ist bei minus 8. Wenn er auf minus 10 kommt oder 11, radikalisiert er sich auch. Und dann sehen wir alt aus. Warte mal, wir werden das jetzt hier schon mal einloggen. Und wir haben die Pattsituation auf der Straße. Truppen in Shiva melden zunehmend Konfrontation mit streitlustigen Mobs. Es wird wahrscheinlich bald zu Feindseligkeiten kommen, selbst wenn nichts Entsprechendes angeordnet wird. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, die Lage in den Griff zu bekommen. Entweder wir ziehen die Truppen ab oder befehlen ihnen ins Gefecht zu ziehen. Ja, aber warum eigentlich da? Was ist an dem Start so besonders? Es wäre auch schön, wenn man da hinspringen könnte, ne? Aber nein, man springt erst hier hin und dann springt man da hin. Und hier ist jetzt die Aufregung groß, ich weiß nicht. Befehlen wir den Rückzug. Minus 25% Staatsabzüge durch Aufruhr. 50-50, 5 und minus. Oder wir greifen ein. 66% auf minus 5%. Ja, wir greifen ein. Jawohl, wir konnten es 5% reduzieren, Herr Vogel. So, in Südindien gibt es eine Sezession. Das ist aber nur klein. Hier, das müssen wir müssen in die Annahmephase jetzt kommen. 88%. Das ist jetzt echt wichtig. So, gegen die Kurden. Ich meinte, die haben 3 Bataillone. Das ist überhaupt kein Problem. Auswanderungswelle, auch kein Problem. Und wir sind in der Annahmephase. Jawohl. Landadel bei minus 8. Okay, jetzt hier einmal rum und dann ist es vielleicht schon durch. Der Rebellenarzt. Ein Arzt in Akmolinsk. Wurde dabei erwischt, wie er verwundeten Dissidenten und Revolutionären geholfen hat. Seine Unterstützung hilft nicht nur seinen Patienten, sondern ermutigt auch die gesamte Rebellenbewegung. Also das ist die Gegenseite, ne? Wir können die Ärzteschaft durchleuchten, dann werden die Akademiker-Pops radikaler. Oder dieser eine Arzt war ganz klein Einzelkämpfer. Minus 5%. Ja, komm, da gibt es bestimmt nicht so viele Akademiker in Akmolinsk. Aber warte mal, ist ja beides nur minus 5%. Also gibt keinen Grund, warum wir das erste machen sollten, oder? Bisschen merkwürdig. Bürgerkrieg minus 5% jeweils. Okay, ist aber gut. Wir sind wieder bei 53. Zeit, die vielleicht nochmal wichtig werden könnte. Britisch-preußische Loyalität beendet. Wir sind bei minus 9. Ach du Scheiße. Warte mal, warum steht hier, dies wird die Interessensgruppe Landversammlung radikalisieren? Ich glaube, der positive Effekt ist irgendwie weg. Die gehen jetzt runter auf minus 29 oder so. Was die Revolution absolut nach oben pushen wird. Ach du Schreck. Okay, das ist eine Katastrophe. Wenn jetzt der Landadel da einsteigt, dann ist das eine echte Katastrophe. Was ist denn hier? Ach so.
Organisierter Sport freischalten, na großartig. Das brauchen wir jetzt. Landadel bei minus 9. Ich glaube, bei minus 10 fällt der Hammer. Dann gehen sie zur Revolution über. Und dann geht das hier, dann, boah, dann ist kein Halten mehr. Erstmal haben wir da die Kapitulation. Erfreulich. Die Arbeiterbrigaden von Großpolen, bewaffnete Arbeiter, die progressiven Fraktionen der Gewerkschaft angehören, haben sich freiwillig gemeldet, um die Regierungstruppen im Kampf gegen die reaktionären Kräfte zu unterstützen, die Russland bedrohen konnten. Ja, die Arbeiter wachen auf, sind auf unserer Seite. Wir werden die Unterstützung brauchen, die wir bekommen können. Großpolen erhält paramilitärische Verstärkungen. Plus 10% Offensive, Defensive. Wenn wir dort kämpfen, oder was? Egal, wir machen das. Wir nehmen das an. Und wir gehen auf 63. Wie kann das sein? Durch das Event, ne? Aber wir sind hier auf minus 9. Wir haben die Hinterladeartillerie. Okay, aber das Problem ist, wenn wir das jetzt verändern, ne? Wenn wir das jetzt verändern, dann haben die Revolutionäre, falls es tatsächlich zu einer Revolution kommen sollte, dann haben die auch die Hinterlader. Und ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Ich glaube, das werde ich erstmal noch zurückhalten. Wir gucken mal, gibt es irgendwas technologisch, was uns in dieser Situation helfen kann? Ich glaube eher nicht, ne? Verbesserter Dünger ist eine gute Sache. Wir nehmen das mal. Das können wir ganz gut gebrauchen. Aber ja, es ist jetzt nicht entscheidend für diesen Konflikt. Hier, das ist wichtig. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, was passiert, wenn das beschlossen wird. Ob dann die Revolution quasi erstmal mehr oder minder durch ist. Ob sich die ganze Sache dann wieder beruhigt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Minus 10.000. Warum? Weil wir gerade noch Regierungsverwaltung in Luristan bauen. Na, wahrscheinlich ist hier wieder alles irgendwie verändert worden, ne? Warte mal, ich muss mal wieder hier Staatenverwaltung, Produktionsmethoden. Ja, genau. Muss erstmal wieder alles angepasst werden. Krankenvertagung. Eine langwierige Rede von Giuseppe Garibaldi nahm eine wilde Wendung, nachdem er etwas Verdorbenes getrunken hatte. Mit seinem Ausfall hat die Regierung eine ihrer einflussreichsten Stimmen in einer wichtigen Sache verloren. Was? Nein! Der wurde vergiftet! Lebensmittelvergiftung. Durchsucht die Umgebung nach Attentätern? Okay, er wird verwundet. Minus 7%. Nee, wir werden das machen, ja. Wir werden ihm nicht, also wir nehmen nicht die minus 15%. Wir müssen jetzt alles auf eine Karte setzen. Es geht wirklich darum, dass wir jetzt so die Chancen, es ist jetzt, nein, wir sind einmal rum schon. Hat das einfach nicht geklappt? Ach du Scheiße. Okay, damit ist der Landadel gleich am Start. Okay. Dennoch, wir durchsuchen die Umgebung nach Attentätern und zwar zackig. So, 85%. Immerhin, jetzt geht's nochmal los. Wir haben echt eine 88% Chance, gerade eben verkackt. Habt ihr das mitbekommen? Und der Landadel tickt gleich auf 10. Die Höllenmaschine, ein Anschlag auf das Leben unseres Staatsoberhaupts Zar. Was? Auf den Zaren ist ein Anschlag geübt worden? Hat vielen Menschen das Leben gekostet. Unser Oberhaupt blieb jedoch verschont. Ein komplexer Apparat, der bei dem Anschlag beschädigt wurde, ist die einzige Spur, die von dem Revolutionär am Tatort zurückblieb. Oh mein Gott. Wir können seine Auftritte einschränken? Oder wir können Garibaldi beschuldigen? Nee, das machen wir nicht. Okay, wir schränken seine Auftritte ein. Er verliert an Beliebtheit. Ich glaube, das ist jetzt nicht ganz so entscheidend. Revolution in Polen, in Österreich. So, wir sind hier immer noch bei 9. Oh mein Gott.
Nein! Oh Gott! Ganz kurz war eben gerade die Landadelversammlung auf minus 10. Ist wieder zurückgesprungen. Was ist hier los? Was ist hier los? Gibt es irgendwas, wie wir das... Können wir irgendwas tun? Können wir irgendwas für den Landadel tun? Ich glaube nicht. Warum haben wir eigentlich niedrige Steuern? Wir sollen vielleicht wieder zurückgehen auf Mittel, ne? Was ist hier los? Das bringt was für die intellektuellen Kleinbürger. Das bringt was für die Streitkräfte. Das ist jetzt alles relevant. Das Thema Steuern werden wir mal diskutieren. Thema Regierungsverwaltung. Wenn wieder Frieden herrscht, können wir irgendwas für den Landadel tun. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Hier fehlt uns Geheimpolizei, um vielleicht einen Unfall zu arrangieren und solche Leute mal loszuwerden. Nee, ich sehe hier keine kurzfristigen Möglichkeiten. Wir können natürlich... Ja, deswegen will ich jetzt auch gerade keine Steuern senken, weil ich nicht noch mehr Spannung hier in die Situation bringen will. Wir müssen das irgendwie so durchstehen. 85%, Hälfte sind wir. Wir haben das nächste Ereignis. Die Landbewohner sind empört über die Regierung anscheinend. Wollen sie sich der Revolution anschließen? Was? Okay, wollen wir hoffen, dass Zugeständnisse heute die Saat des Friedens für morgen sein können. Zugeständnisse plus 10% Stärke plus 5 Meinung. Das ist gut. Ja, das machen wir. Zugeständnisse. Sollen sie doch politische Stärke bekommen. Ist okay. Damit sind sie auf 10,7 gesprungen. Größer als intellektuelle. Das ist aber jetzt kein Problem. Das stabilisiert so ein bisschen die innenpolitische Lage, würde ich sagen. So, solange die nicht auf 10 gehen, ist alles in Ordnung. Nein! Sie waren eben wieder auf 10. 146 kritisch. Geht wieder runter. Garibaldi ist gestorben. Das kann doch nicht wahr sein. Wieso? Ach so, weil er ja verwundet war, weil wir ihn verletzt zurückgelassen haben, weil wir die Prozente mitnehmen wollten. Scheiße. Und wir können immer noch keinen neuen holen, oder? Oh nein, ey. Es ist so, bis 77. Damit haben wir jetzt nur noch eine 51% Chance. Und immerzu, ihr seht es, immerzu wechselt kurz der Landteil auf minus 10. Und damit... Würde die Revolte, aber sowas, jetzt haben wir sie. Weil Jurjewski weg ist, oder? Jurjewski ist weg, der Vorsitzende des Landadels. Ja, jetzt ist nämlich der Effekt mit der Kinderarbeit weg, weil er war der Reformer. Jetzt haben wir von Todtleben und von Todtleben ist ein Gemäßigter. Und dem waren die Kinderarbeit scheißegal. Deswegen ist der Plus-5-Effekt weg. Und jetzt sind wir beim Minus 14. Und jetzt ist die Kacke richtig am Dampfen, sage ich euch. Jetzt sind wir bei 145. Und wir haben einen Plus-25% Fortschritt. Das heißt, nur noch anderthalb Runden und dann ist die Revolution da. Und dann sieht das richtig übel aus, Leute. Schaut euch das an. Schaut euch das an. Alles in Russland befindet sich in diesem Bereich. Alles. Die wichtigsten Industrien, die gesamte Armee eigentlich. Und sie würde durch die Revolutionäre übernommen werden. Außer das, was in der Hauptstadt ist. Wir haben eine kleine Chance. 51%, dass jetzt das beschlossen wird. Ich bin mir nicht sicher, was dann mit der Revolution passiert, wenn beschlossen wird. Vielleicht können wir jetzt noch was tun. Als Vertreter seiner Wähler in der Landtagsversammlung hat... von Todtleben eine förmliche Petition an die Regierung gerichtet, damit diese ein bestimmtes Gesetz Vormundschaft verabschiedet. Was? Okay. Sie erwarten, dass das in 5 Jahren beschlossen wird.
Ja, okay, wir müssen ihn das zusichern. Ist das vielleicht eine Möglichkeit, ihn zu beruhigen? Weiß ich nicht. Wir versuchen es. Wir werden sehen, was wir tun können. Regierungspetition. Ja, das bringt gar nichts. Er ist bei minus 16. Ich hätte echt erwartet, das beruhigt ihn jetzt wirklich. Aber nein. Ach Gott, okay, alles klar. Ich dachte, das würde jetzt schon zur Beruhigung führen. Tut es aber nicht, erst wenn wir das beschlossen haben. Was natürlich nicht geht. Können wir diese ganze Geschichte eigentlich abbrechen? Ich glaube nicht, ne? Können wir ihnen zustimmen? Doch, das geht. Das geht. Wir könnten das abbrechen. Okay, passt auf. Also ihr seht, diese Revolution ist der Wahnsinn. Das würde uns das Genick brechen. Ich denke, wir versuchen es noch. Hier, bis hier hoch, 51%. Wenn das klappt, dann kann es sein, dass das Ganze beendet wird. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wenn das nicht klappt, dann können wir es, glaube ich, beenden, weil ich glaube, wir schaffen es nicht mal einmal rum, bevor die Revolution ausbricht. Na gut, es kommen noch ein paar Events, vielleicht kann man da noch was drehen, aber ich sehe es im Moment nicht so. Aber vielleicht, 51%, Leute, jetzt ist der Moment. Scheiße, es hat nicht geklappt, Leute. Die alte Autorität. Eine Reform bedroht die Macht vieler führender Persönlichkeiten in Russland, von denen einige politische Verbindungen nutzen, um die Verabschiedung des Gesetzes zu behindern. So, wir können das Ganze... Ja... Rückschlag, okay, können wir hinnehmen. Dann gibt es 5% mehr Aufstand, die radikaler sind. Zusammenarbeit mit der alten Führung erhöht die Erlassungszeit, reduziert Erfolgschance. Ja, aber, liebe Leute, es ist einfach so, ich mache das jetzt quasi schon mit Blick auf die Tatsache, dass wir es nicht schaffen werden. Wir müssen das abblasen. Es hilft nichts. Erhöht natürlich jetzt nochmal die Erlassungszeit, reduziert die Erfolgschance und so weiter. Ist halt so. Ich werde noch hier kurz vor Ende... Ich werde das hier noch einmal abwarten. Vielleicht haben wir noch irgendein Event oder so. Aus Diaboli. In Moskau ruft man unter Andrei Golizin von den orthodoxen Gläubigen zum gewaltigen Aufstand auf. Nein. Absturz. Okay, ich bin zurück. Hatte einen Absturz, aber Gott sei Dank gab es gerade ein Autosave zum Glück. Wir haben nochmal dieses Event, was ich jetzt... wo ich mir das da oben nicht anschaue, weil das führt zum Absturz. Was machen wir? Bringen wir die Redelsführer zum Schweigen? Wir können nochmal minus 5% runterdrehen, aber das wird uns nicht helfen. Postieren wir Soldaten in allen katholischen Gemeinden? Kümmern wir uns um orthodoxe Belange? Ja, das machen wir. Gibt uns immerhin plus 2 Zustimmung. Die Kirche wird allerdings nicht ausscheiden. Bei minus 10. Die gehen immer weiter hoch. Auf minus 36. Unglaublich. Ja. Also. Wir brauchen das nicht lange rauszögern. Wir müssen an dieser Stelle jetzt unser Scheitern eingestehen. Wir haben das nicht durchgebracht. Gegen die übermächtigen Orthodoxen und den Landadel. Wir hatten gehofft, dass wir ein Zeitfenster bekommen, in dem wir sie beruhigt haben. Aber unser Pech war, dass der Anführer der Landadelversammlung, dass der gestorben war oder abgesetzt wurde und ersetzt wurde. Der war ein Reformer, der fand unsere Aktion gut mit den Kinderrechten, aber sein Nachfolger nicht. Und das führte dazu, dass es dann gemeinsam mit der orthodoxen Kirche zu dieser revolutionären Bewegung kommt, die jetzt auch gleich ausbrechen würde, wenn wir jetzt nicht klein beigeben. Hinzu kommt, dass wir einmal kurz davor standen, ich glaube, wir waren bei 85% oder 85%. Da hätte es sein können, ich bin mir nicht ganz sicher, was passiert, wenn
das Gesetz beschlossen wird, ob dann erstmal die Revolution abgeblasen wird oder ob sie doch durchgeht. Tatsächlich habe ich das so noch nicht erlebt, keine Ahnung. Aber jetzt müssen wir das Ganze beenden. Das führt allerdings dazu, dass die Protestbewegung Zensuswahlrecht wiederum an plus 30 Protestbewegungsradikalität bekommt. Oh mein Gott. Naja, wir brechen das ab. 730 Tage lang, 2 Jahre kein Zensuswahlrecht beschließen. Oh Gott. Okay, also erstmal. Die Revolution ist abgesagt. Ja, jetzt gibt es wieder ganz viele Veränderungen bei der Meinung aller Beteiligten. Die Intellektuellen sind natürlich jetzt super sauer auf uns, der Landadel einigermaßen beruhigt. Aber jetzt haben wir blöderweise dieses Zugeständnis gemacht bezüglich dieser Vormundschaftsgeschichte. Wenn wir das nicht tun, dann kriegen wir minus 20, minus 15, was uns auch schon wieder in eine super schlechte Lage versetzt. Okay, ich glaube, wir müssen das machen. Wir müssen leider hier die Frauenrechte beschneiden. Sonst weiß ich auch nicht weiter. Ach, verdammt. Aber vielleicht führt das dazu, dass der Landadel wieder so gut drauf ist, dass wir zumindest laissez-faire beschließen könnten. Ja, okay, das ist der Plan. Das machen wir. Wir machen in dem Bereich Zugeständnisse, um vielleicht im ökonomischen Bereich voranzukommen. Also, die Frauen müssen jetzt leiden. Ich denke, wir beschließen das auch direkt. Die Intellektuellen werden dadurch radikalisiert, aber ich glaube, damit können wir umgehen, oder? Ich glaube es zumindest. Oh Mann. Ja, ich denke, wir machen das so. So, als nächstes wird doch erstmal wieder, gibt es eine Steuererhöhung. Wir müssen mal wieder auf den grünen 2 kommen. Und wir versuchen das. Wir gehen auf Vormundschaft. Ah, das wird auch noch durch die orthodoxe Kirche unterstützt, natürlich. Vielleicht holen wir die direkt auch noch mit in die Regierung. Also wenn es jetzt einen konservativen Backlash gibt, dann richtig. Ja, die nehmen wir mit rein. So, das gibt uns dann gleich mal, müsste uns eigentlich noch mehr geben. Ja, genau, 46. Ja, und jetzt haben wir eine revolutionäre Bewegung, um das Zensuswahlrecht zu beschließen, weil sich die Intellektuellen angeschlossen haben, wegen der Vormundschaftsgeschichte. Aber 72. Ich glaube, da gibt es jetzt auch niemanden, also gibt es jetzt keine große Gefahr, wer sich dann noch anschließen könnte. Außer es kommt irgendwie ein Agitator ins Land, der plötzlich das auch noch unterstützt. Dann haben wir ein Problem. Aber wie, naja, dann könnten wir uns im Notfall auf die Gegenseite stellen und die Revolution durchziehen. Das wäre natürlich auch noch ein Weg. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wahnsinn. Aber ich denke schon, dass wir in dieser Situation halt dieses Versprechen jetzt auch einlösen müssen. Alles andere wäre jetzt ein bisschen komisch, ne? Haben wir hier irgendwas? Munition ist teuer. Was ist hier los? Und die Flotte müssen wir uns mal anschauen. Warum ist Munition teuer? Was ist hier passiert? Plus 35%. Hat das was? Ah, wir können jetzt auch die Armeereform durchziehen. Handelsrouten sind hier unangenehm. Okay. Wir müssen jetzt hier mal ordentlich Exportzölle einführen. Das wollen wir eigentlich nicht. Okay, das wird ein bisschen weniger. Aber wir müssen dann vielleicht auch im Bereich Munition was machen. Aber vorher würde ich tatsächlich gerne die Armee umdisponieren bzw. modernisieren, denn wir haben ja jetzt Schrapnellartillerie
Und das sollten wir verbessern können. Aber die erste Armee besitzt diese gar nicht. Die zweite Armee besitzt diese. Das werden wir jetzt mal aufwerten. Die dritte Armee müsste die auch besitzen. Die vierte Armee auch. So, und dann schauen wir mal, wo produzieren wir das eigentlich? Das sehen wir doch auch, glaube ich, wenn wir direkt darüber gehen, oder? Munition. Produktion. Kasan, Brjansk, hauptsächlich in Kleinpolen. Zu Recht wurde gesagt, wir sollten das ein bisschen streuen. Vielleicht machen wir hier direkt noch mal ein bisschen mehr. Stufe 1, Ortspreise, Sprengstoff, Blei. Aber in Kasan haben wir da Blei? Nee, ne? Nee, wir müssen das irgendwo machen, wo wir Blei haben. Eisenminen, ich glaube, im Ural haben wir Blei. Ja. Da haben wir Waffenfabriken. 265.000. Ah. Ich habe da ein bisschen Probleme mit den Arbeitskräften, da jetzt auch nochmal Munition herzustellen, aber na gut. Machen wir es mal. Munitionsfabriken. Starte mal zwei dort. Und dann müssen wir gucken, inwieweit sich jetzt. Boah, es ist echt ein relativ hohes Defizit. Ja, inwieweit sich jetzt die Sache mit der Artillerie auch verändert durch die Modernisierung. Okay, wir sind gleich durch mit der ersten Geschichte. Aber wenn alles normal läuft. Was haben wir hier? Aha, Verfolgung des Verlegerausschusses. Ein Ausschuss von Verlegern, der mit den Werkschaften verknüpft ist, wurde für den Druck aufrührerischer Pamphlete vor Gericht gestellt. Ja, wir können das reduzieren um 5%. Die Gewerkschafter könnten wir dadurch stärken. Das wollen wir ja eigentlich, ne? Insofern, ja. Passt uns. Es war jetzt natürlich für die Revolution nicht gut, aber in der Gesamtlage ist das für uns gut. Wo Zwietracht herrscht. Eine einflussreiche Fraktion, die Industriellen, ist verdrossen darüber, dass sich die anderen Mitglieder gegenüber einem bestimmten Gesetz neutral zeigen. Sie selbst unterstützen das Gesetz und haben nun den Entschluss gefasst, eine eigene politische Fraktion zu bilden. Okay. Plus 15% finde ich gut. Ja. Klingt zwar eine reduzierte Anziehung, aber ich denke, damit können wir jetzt erstmal leben. Ja, leider, aber es ist noch nicht in die Debatte gegangen. Das ist schade. Nun gut, liebe Leute, also dramatische Entwicklungen, leider auch Rückschläge, die wir zu verzeichnen haben. So ist das nun mal. Wir werden sehen, wie das Ganze hier weitergeht. Vielleicht klappt ja der Plan, dass wir mit Einführung der Vormundschaft ich sehe gerade, naja gut, wir sind bei plus 16. Wenn wir dann auf laissez-faire gehen, kriegen die nochmal minus 20, aber sind weit entfernt davon, über minus 10 zu kommen, sind bei minus 4. Insofern ist das vielleicht ein Weg, der am Ende zumindest einen gewissen Fortschritt in einem Bereich bringen könnte. Es bleibt spannend. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Stefan.